Yo, moin moin und willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video überhaupt. Natürlich mit Fortnite, wie soll es anders sein? Das Spiel zocke ich jetzt seit 2 Monaten. Ich habe es mir, glaube ich, am 24.10. runtergeladen, installiert und gezockt. Anfänglich etwas, ja, ruhiger, weil ich noch Destiny 2 gespielt habe, hauptsächlich. Mittlerweile hat mich die Sucht ja völlig im Griff. Ich bin aber trotzdem noch ein relativer Noob. Man merkt es bei den Bewegungsabläufen, beim Bauen, beim Kämpfen, beim Schießen, bei allem einfach. Ja, gehen wir mal los. Ist immer gerade in Pleasant gelandet. Auf dem Nachbarhaus ist mein hässlicher Nachbar John Wick. Der gleich mal 18 Punkte kassiert hat, ist nicht viel, aber man wird es merken, wenn man 100 HP hat am Anfang. Oh, ihr macht der Rambazamba, will mich von der Hütte runterholen, das brauche ich nicht. Ich komme schon selber runter. Hab nicht die besten Waffen, aber ich denke mal, Pistole war gar nicht so verkehrt. Und da ist er tot, mein Nachbar, der nur Lärm, der Rambazamba macht, weil er uns nicht schlafen lässt und mir die Hütte ruiniert. Etwas enttäuscht hat er mich, weil so viel ich gelesen habe, ist John Wick ein Season 3 Charakter, sogar Stufe 100. Theoretisch hätte ich tot sein müssen, glaube ich, oder? Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir brauchen Waffen. Wir haben noch 10 AP. Ich habe hier schon fast resigniert. Was will ich mit 10 AP? Naja, gut, scheint keiner weiter da zu sein. Da suchen wir mal, okay, da unten waren Schritte zu hören und wieder zurück. Was soll ich machen? Ich finde jetzt eh nichts. Rein in den Kampf, alles drauf. Und ich glaube, der gute Mann war echt überrascht, dass auf einmal jemand die Treppen runter und nicht hochgegangen ist. Der hat bestimmt gedacht, ich bin oben. Ja, los, Kisten. Ich brauche Chuck-Chuck oder Medikit oder irgendwas. Ja, bei meinem Glück. Vorher holen wir uns noch die grüne Pump. Das wäre jetzt schon mal ein kleiner Anfang. Okay, die Munition. Wollte nicht so wie ich wollte. Okay, bleibt's halt da. Weiter, weiter durch Pleasant Straßen. Medikit. Chuck Chuck. Irgendwas. Schild. Gib. Gib Fortnite. Komm da. Ich höre doch die Kiste. Ja. Und natürlich nichts, sage ich doch, bei meinem Glück. Ich weiß nicht, wenn ich Standard-Skill gucke, der hat irgendwie immer mehr Glück. Mal Kiste auf, ist was drin, was er braucht. Kill, da hat derjenige was im Inventar, was Standard-Skill braucht. Bei mir findest du ja noch nicht mal ordentliche Waffen. Okay, nächste Kiste. Neue Kiste, neues Glück. Aber nicht für mich. Ja, Falle kann man mitnehmen, obwohl ich mit der Falle noch nie großes Glück gehabt habe. Dass ich habe die immer platziert, dass niemand reingerannt. Und während des Kampfes platzieren, da bin ich einfach noch zu viel Noob. Oh, sorry, ich hatte gerade Frosch im Hals. Ja, die Falle, also während des Kampfes eine Falle platzieren, das habe ich noch einfach noch nicht drauf. Halleluja, da ist mein Medikit. Es soll es mal sein, dass ich Glück habe. Und ich bin noch in der Zone. Ich muss keinen Stress machen, kann mein Medikit genießen. Jo, weiter geht's. Nächste Hütte unsicher machen. Und scheinbar keiner da weiter hier im Pleasant sonst. Sonst ist die Hütte eigentlich immer gut besucht hier.
Kiste. Oh, lecker. Ja, leider habe ich das Video spontan aufgenommen. Ich muss das jetzt kommentieren, das finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Es ist etwas schwieriger, weil mir sozusagen dieses Gefühl des Kampfes gerade nicht da ist. Oh, hier renne ich los, nächste Kiste, ohne zu gucken, ohne zu springen, einfach los. Ja, ist schon leichtsinnig. Oh, hat sich gelohnt. Und da kommt der nächste, ui. Der hat auch ziemlich in die Scheiße gegriffen. Er hat eigentlich alles, was Bumm macht, bei sich. Oh, und da war der Chuck Chuck. Super, geil. Den ziehe ich mir gleich rein. Natürlich stehe ich ewig auf dem Feld, warte, bis die Giftwolke weg ist. Ja, ja, es ist, wie gesagt, noch ziemlicher Anfänger. Und jetzt auch zurück. Ewig langer Weg. Ich will in Sicherheit, ich will meinen Chuck Chuck trinken. Und wo laufe ich hin? Nicht ins nächstgelegene Gebäude oder baue mich ein? Nein, ich laufe ewig lang durch Pleasant in diese Hütte da hinten, wo es der gekommen bin, um mir den Chuck Chuck reinzupfeifen. Gut, ich trinke jetzt mal den Chuck Chuck und dann spule ich mal ein bisschen vor. Ja, und da sind auch schon die ersten Gegner in der Nähe. Oder ihr kennt ja das, wenn ihr irgendwas erzählen wollt, dann habt ihr so einen Kratzen im Hals, das ewig nicht weggeht. Gerade im unpassendsten Augenblick. Und ich habe eigentlich keinen Bock, nochmal den Kommentar aufzunehmen. Okay, wir rennen weiter durch Pleasant. Die Gegner sind schon in der Nähe. Eine Kiste scheint es ja nicht zu geben. Ich renne ja immer noch wie ein Verwirrter durch Pleasant und weiß nicht so richtig mit mir anzufangen. Okay, mach Spur nochmal vor, bis gleich.
Ja, da sind wir wieder zurück. Habt ihr gesehen, ich weiß auch selber nichts mit mir anzufangen. Die Situation gefällt mir selber nicht. Die sind Gegner in der Nähe. Ja, am Anfang waren 15 Gegner. Was soll ich da rausstürzen? Dann kriege ich es von links, von rechts, dann bin ich weg. Da habe ich auch nicht viel gekonnt. Also ein bisschen mal so, oh, da kommt ein Gegner. Da bam, vorbei und zack, hat die Falle gerettet. Geil, hätte ich nicht gedacht. Das ist echt seltenheitswert, dass ich mit einer Falle mal jemanden umbringe, dass die ja auch mal reingerannt ist. Das war ein absolutes Glück. Deswegen mache ich jetzt gleich weiter mit der nächsten Dummheit. Ich will diesen Schildtrank trinken, schmeiß den Granatwerfer weg, mache ordentlich Rambazamba, dass der über mir das ordentlich schön mitbekommt. Und ja, schon ist die Hölle am Kochen und dann macht gleich den nächsten Fehler, statt mit dem Kreppel rauszuziehen. Der gute Lumpi. Statt mich mit dem Kreppel rauszuziehen, vergesse ich das Ding. Okay, 4 Kills, mein erstes Video. Ich hoffe, es war einigermaßen okay. Ich danke euch, bis bald. Tschüss.